Der Ikterus bezeichnet die Gelbfärbung von Haut, den Schleimhäuten sowie auch den Lederhäuten der Augen durch eine erhöhte Konzentration von Bilirubin im Blut. Bei den Formen unterscheidet man eine hämolytische oder auch prähepatische Form, eine hepatozelluläre oder intrahepatische Form sowie auch die cholestatische oder posthepatische Form. Bei einem hämolytischen Ikterus kommt es aufgrund eines stark gesteigerten Verfalls von Erythrozyten im Rahmen einer Hämolyse zu einem vermehrten Anfall des unkonjugierten Bilirubins. Dies tritt zum Beispiel auch physiologisch bei Neugeborenen auf. Es kann auch bei Bluttransfusionskomplikationen als Folge eines Lungeninfarkts sowie auch bei großen Blutergüssen zu einem hämolytischen Ikterus kommen. Der hepatozelluläre Ikterus entsteht in der Leber. Da hier mehrere Schritte des Bilirubinstoffwechsels ablaufen, können auch verschiedene Ursachen bestehen. Zum Beispiel eine Störung der Bilirubinaufnahme, eine Störung der Bilirubinkonjugation, eine Störung des Bilirubintransports sowie auch eine Störung des Galleabflusses. Das ist dann die intrahepatische Cholestase. Bei einem cholestatischen Ikterus, der auch Verschlussikterus genannt wird, kommt es zu einer Störung des Galleabflusses durch Gallensteine und Tumoren. Die Therapie ist abhängig von der Ursache. So kann zum Beispiel die Entfernung von Gallensteinen durchgeführt werden oder auch eine medikamentöse Behandlung einer Virushepatitis.